Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren beim letzten Mal tatsächlich aus dem Gefängnis ausgebrochen, beziehungsweise, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon draußen sind, aber wir sind hier in einer wunderschönen Residenz angekommen. Im schönen klassischen Stil mit Haupthalle und allem. Und wir hatten jetzt tatsächlich ein paar Items beim letzten Mal übersehen, beziehungsweise konnten wir nicht mitnehmen, weil wir auf der Suche nach genau diesem Raum hier waren, nach dem Safe-Raum, Freunde. Was sagst du hier? Viel Fachliteratur. Genau, wir hatten hier natürlich Munition gefunden. Dann hatten wir bei dem anderen... Ich drücke immer das Falsche, ne? So. Wir hatten auch bei dem anderen Raum unten, hatten wir auch noch Items liegen. Farbbänder. Dann gucken wir uns jetzt mal hier diesen Safe-Raum an. Speichern könnten wir. Lass ich aber erstmal. Die Farbbänder legen wir erstmal wieder dazu ab. So, alles klar, Freunde. Wir haben hier weiter unsere Uzis ausgerüstet. Das werde ich mal ändern. Wartet. So. Ich glaube auch, dass wir die Uzi jetzt erstmal wieder ablegen können. Weil die ist, denke ich mal, nur für Notfälle gedacht. Und alles klar, ja. Alte Schreibmaschine. Danke, nein. Gut, Freunde, das sieht schön aus hier, ne, mit dieser Couch. Sieht halt nur ein bisschen deblich aus, aber das liegt, glaube ich, an Emulator. Gut, da liegt ein Buch. Notiz des Sekretärs. Seit 4 Jahren diene ich Sir Alfred nun schon. Den Namen kenne ich irgendwo, ja. Er vertraut niemandem. Obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen immer noch nicht betreten. Was hat der bloß für ein Problem? Ja, Alfred, ne? Man sagt, er lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in dem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster sehen können, stehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnlicher Schönheit hier alle schwärmen. Und während ich das hier gerade lese, liegen die beiden Katzen hier so schön auf ihrem Kratzbaum. Ach, das ist gerade so ein schöner Moment. Ich habe Sir Alfred gerade darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mich nichts durchgehen. Lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mir ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia ein solches Geheimnis macht. Robert Dawson. Ja, interessant. Die gute Alexia, also, soll eine Schönheit sein. Ein Abdruck, als ob die Kommode bewegt wurde. Ah, schaut mal. Wir haben hier noch ein Heilungskraut. Werde ich direkt ablegen. Und wir können dieses Ding tatsächlich verschieben. Ja, dann schieb es weg, Claire. Und was haben wir da? Das ist... Ah! Eine Umbrella-Karte. Okay. Kommen wir da rein in die Tür? Sie ist verschlossen. Zwei Höhlungen, die die Form von... Die Uzi oder was? Müssen wir da tatsächlich jetzt unsere Uzis reiten? Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber probieren können wir es ja. So, dann legen wir mal das Kraut hier ab. Die Karte brauchen wir gleich. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... Probier's halt mal. So. Benutze. Nein. Alles klar, es sind nicht die Uzis. Okay. Hätte ja sein können. Ach, das ist gerade so entspannend.
Aber ich glaube, das ist erst der Anfang vom Horror hier. Alles klar, Freunde. Dann gehen wir mal wieder raus hier aus diesem schönen Raum, leider. Leider müssen wir hier tatsächlich weitermachen. Oh Gott. Wenn ich schon wieder dieses Knarzen höre hier. So. Die Musik hier in diesem Anwesen gefällt mir irgendwie nicht. Aber gut, Claire, dann geh mal bitte runter. Ja. So, aber jetzt können wir hier tatsächlich auch die Munition mitnehmen. Weil jetzt haben wir ja genug Inventarplatz. Und hier können wir doch jetzt die ID-Karte benutzen, oder? Security Lock System, ja. Ja? Sicherheitsverriegelung aktiv. ID-Nummer einge... Ach nein, das war ja das hier. Die Nummer, die haben wir natürlich nicht, ne? Aber... Steht die auf der Karte vielleicht drauf? Eine ID-Karte für die Umbrella-Angestellten. Ah! Eine ID-Karte für eine NTC 0394. Alles klar, NTC 0394. So. NTC 0394. War doch so. Yes. Ja. Überprüfe. Bestätigt. Das Schloss wird entriegelt. Ja, perfekt, Freunde. Dankeschön. Diese Karte wird nicht mehr benötigt. Und schmeiße weg. Und schon wird sie nicht mehr benötigt. Was? Uninteressant. Mensch, Claire, warum sprichst du nicht mit mir? Sag doch gar nichts zu diesen schönen Bildern hier, Mensch. Ja, gut. Gehen wir nochmal hier rein. Holen wir uns jetzt nochmal die Items ab hier. So. Hier war ja das Heilspray. Genau. Aber uns geht es gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Mit Heilung und allem. So, was war das hier nochmal? Muni, genau. Nicht vergessen. Eine Toilette aus Marmor. Oh. Edel. Ganz schön hochwertig hier. So, und das hier halt natürlich, ne? Der Stahlkoffer. Genau. Und hierzu braucht man ja den Dietrich, ne? Ein einfaches Schloss. Ja, genau, Dietrich. Gut, Freunde. Dann war es das erstmal aus diesem Raum. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Code Veronica. Mir gefällt es sehr. Sehr, sehr spannend gemacht, dieses Spiel, muss ich sagen, Freunde. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich nehme das nach wie vor an diesem Sonntagabend hier auf. Wie immer eigentlich Sonntagabends. Und ja, gucken wir mal rein hier rein, was jetzt hier ist. Oh Gott, alles klar. Zombies. Da schießt sie kaputt. Da liegt auch direkt nochmal Muni. Das ist sehr nett von dem Spiel, muss ich sagen. Nachdem wir jetzt am Anfang so Probleme hatten, ja, haben wir jetzt genug Muni. Das ist schon mal gut. So. Wie viele Zombies sind hier? Oh Gott. Geh weg. Ah, okay. Der ist kaputt. Der hier ist kaputt. Ah, alle sind kaputt. Alles klar, Freunde. Hier haben wir tatsächlich... Da kommen wir nicht rein. Da lebt noch einer. Ein silbernes Emblem. Was ist denn hier mit diesem Emblem, sagt man? Ah, seht ihr das? Ein rotes Kraut. Sehr schön. Eigentlich müssten wir nochmal zurück zum Safe-Raum. Ja, kommt, Freunde.
Gibt es da hinten noch was? Eine Steingutvase. Sie hat ein kunstvolles Blumenmuster. Finde ich gut, dass wir jetzt hier nochmal in so einem schönen alten Anwesen sind. Das macht es doch diesen Resident Evil Flair aus, finde ich, ey. So, alles klar, dann. Geht nochmal hier hoch. Wir müssen noch einmal in den Safe Room zurück. Und, jawohl, Claire. Ja, die hübsche Claire. Ich mag sie sehr in Resident Evil. Ich weiß nicht, sie hat sowas Bodenständiges an sich. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr Claire auch so mögt. Also ich, wie gesagt, ich mag sie sehr. Als Charakter. Gut, das heißt... nein, nicht wieder, nicht wieder da rein. So, dann bitte einmal hier und diese beiden Kräuter zusammenmischen. Ah, gemischte Kräuter. Unser Standard-Heil-Item bei Resident Evil. Ach, Gott sei Dank. Also heiltechnisch geht es uns echt gut, muss ich sagen. So, da sind die Waffen, die Story-Items. Direkt mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Läuft. Alles klar. Wie gesagt, Freunde, Claire ist mit einem meiner Lieblingscharaktere. Auch Leon und die ganzen Stars, wenn wir eigentlich alle. Aber, ja, also Claire hat es mir irgendwie angetan. Ich weiß nicht warum. Sieht doch einfach gut aus, muss ich sagen. So, dann gucken wir doch jetzt mal hier weiter. Wartet mal. Ach so, nee, das war nur der Computer, der da so geschienen hat, okay. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal weiter. Bin ich mal gespannt. Da konnten wir ja nicht rein. Hier läuft irgendwo noch ein Zombie rum. Komm her. Komm her, du Monster. Warum treffe ich den nicht? So, jetzt. Die haben auch die gleiche Mechanik wie im zweiten Teil, die Zombies, ne? Finde ich schon geil, muss ich sagen. Immer 5 bis 8 Schüsse. Ist die Kapuze? Eine richtig fette Tür. Okay. Lad mal nach, bitte. Kombi. So. Kommen wir hier rein? Da kommen wir rein. Okay. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das ist der einzige Weg, ne? Oh, da steht Panzer. Was? Kampfmesser. Gott, was ist das hier? Nur ein Raum. Okay. Zwei Handfeuer. Können wir die mitnehmen? Für das Ding da hinten. Oh Gott, Freunde. Ein Modellkampfflugzeug. Also irgendein Kriegsfetischist. Viele Bücher. Es scheint hauptsächlich um Krieg zu gehen. Ja, das ist jetzt gerade nicht so toll, das zu sehen, aber... Ein Modellschlachtschiff. Was zur... Zwei Magnum-Pistole kann ich die nutzen? Oh, da können wir was rausnehmen. Ein ameisenförmiges Juwel. Darunter ist ein Schalter. Oh Gott, was passiert jetzt? Oh, eine Cutscene. Cool. Ah, ja.
Albert und Alexia, also denke ich mal. Und der Panzer hat sich jetzt bewegt. Hier liegt auf jeden Fall Munition. Ja, nehmen wir die mal mit. Schön, hübsches Pärchen. Also muss ich sagen, tatsächlich, hübsches Paar. Die passen zusammen. So, der Panzer hat sich bewegt und das heißt, wir konnten da hinten auch ja, hier rein, genau. Mal gucken, was hier ist. Ui. Gewehre aus verschiedenen Ländern. Oh, was ist das da? Kann man das? Ach, das kann man mitnehmen. Ein Steuerrad. Wofür auch immer wir das jetzt brauchen. Prüfe Steuerrad. Nötig, um ein Schiff zu steuern. Ja, toll. Ein Rad, um ein Schiff zu. Es hat einen achteckigen Bolzen. Müssen wir uns merken, achteckig. Alles klar. Gott, das sieht. Ah! Viele Orden. Antike Militärsachen werden hier aufbewahrt. Ich fürchte aber, dass, wenn ich die Sachen nehme. Okay. Ein paar Goldluger entnehmen. Ja. Ja, das war klar. Was ist jetzt hier? Was? Was ist jetzt? Was ist? Viele Orden. Oh Gott, was? Der Ausgang ist völlig blockiert. Okay, dann setzt die wieder ein. Komm, setz die wieder ein. Nein, nicht ausrüsten. Nutzen. Setz sie wieder ein, mein Gott. Okay. Ah, verdammt. Mach das aus, ey. Antike Militärsachen werden hier. Okay, also das heißt, die können wir tatsächlich wie auch beim ersten Teil nicht rausnehmen. Weil, ja, dann haben wir ein Problem. Alles klar. Aber wir haben jetzt dieses Steuerrad. Wozu braucht man denn ein Steuerrad? War hier nicht irgendwo noch? Zwei Magnum-Pistolen. Schiffsteuerrad benutzt? Ich weiß, das ist ja ein blöder Versuch, aber. Nee, war klar. Okay. Irgendwas muss man doch hier machen können. Modellschlacht, dass sie das auch so, so highlightet. Modellkampfflugzeug. Ja, gut. Frage ist jetzt, was machen wir mit diesem, Schiffssteuerrad? Ist jetzt die Ver. Wartet mal, war das da hinten? War das da hinten? Wartet mal, ich gehe jetzt nochmal zurück. War das vielleicht wirklich da hinten noch in diesem Badezimmer? Weil das ist ja echt merkwürdig, dass wir da noch diese Einbuchtung haben, ne? Auf jeden Fall ein sehr schönes Gebäude, also gefällt mir. Gebäude darf natürlich in keinem Resident Evil fehlen. Und genau, können wir das hier vielleicht einsetzen? Nee, Toilette aus Marmor. Schiffssteuerrad. Wartet mal. Wir hatten ja draußen noch eine Tür. Ne, wir hatten ja draußen noch eine Tür. Kann man hier jetzt nichts mehr machen? Da oben ist der Safe-Raum. Da sind aber zu Türen. Die sind auch zu. Wartet mal, wir haben da dieses Schiffssteuerrad. Lass uns noch mal rausgehen, tatsächlich. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was? 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 Wo? Wo ist er?
Hey. Wo ist der? Das ist jetzt Trial and Error, Freunde. Oder ist der tatsächlich in dem... Shit, wo ist der? Oh Gott. Nicht, dass wir da gleich nochmal laden müssen. Wo ist der? Ja, sag mir nicht, wo du bist, ey. Schrei nur nach Hilfe. Was bist du denn für einer, echt? So, oh, was für eine Musik hier, ey. Macht dir voll den Stress. Wo ist der Steve? Um Himmels Willen, wo bist du? Karte, gib mir... Ah! Er hat das Zeug da aktiviert. Alles klar. Oh Gott. Mach schneller. Okay. Er hat den Alarm hier aktiviert. Er hat rumgeschnüffelt. Okay. Alles klar, Freunde. Gut. Mach den Computer aus. Ich weiß nicht, ob das hier um Zeit geht, verdammt nochmal. Auf der Kontrolltafel ist ein Text. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Ein Schalter mit A, B, C, D, E. Was? Hier sind mehrere Schalter. Welchen Schalter drücken? Was ist denn das jetzt? Keine Reaktion. Ah, okay. Es ist ein Rätsel. Freunde, das ist ein Rätsel hier. Steve ist in Gefahr. Auf der Kontrolltafel ist ein Text. Ja. Da ist aber kein Panzer. Alles klar. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt hier... So. Zuerst sind Kampfmesser. Dann Pistolen. Alles klar. Wenn die Paare hier sind. Ah, okay, ich hab's. Schalter drücken. Das Kriegsschiff ist es nicht. Das waren die Pistolen, Kampfmesser. Das war's. Genau. Wie keine Reaktion. Warum das denn? Ah, die Kampfmesser sind drei. Aha, okay. Alles klar. C bitte. So. Keine Reaktion. Warum nicht? Was haben wir noch zweimal hier? Pistolen? Flugzeug? Schiff? Pistolen? Panzer? Nee, Panzer. Oh Gott, wie funktioniert das jetzt? Wenn die Paare hier sind. Wir haben hier ein Flugzeug. Ein Kriegsschiff. Was ist das? Ich muss ihm helfen. Ja. Das sind Pistolen. Das sind auch nochmal Pistolen. Also wir haben hier vier Pistolen, drei Flugzeuge, zwei Panzer. So, ja, dann mach... Aber wir haben hier keine Panzer. Welchen Schalter drücken? Was? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, dieses Rätsel. Keine Reaktion. Wenn die Paare hier sind... Alles an? Nee. Wenn die Paare hier sind... Aha, vielleicht die Paare rausnehmen. Keine Reaktion. Hä? Was ist denn das? Ein ameisenförmiges... wartet mal. Darunter ist doch so ein... Können wir hier vielleicht... das Schiffsding einsetzen? Nee, okay, Freunde. Also, wir haben hier... zwei Magnums. Ein Kriegsschiff, ein Flugzeug. Sind das nochmal zwei Magnums? Zwei Handfeuerwaffen. Okay, Magnums, Handfeuerwaffen. Kampfmesser.
So. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Schalter betätigen? Ja. Aber das... keine Reaktion. Warum nicht? Nur die Waffen? Habe ich das schon versucht? Nur die Waffen habe ich... Ah, Gott sei Dank. Okay. Boah. Gott sei Dank. Mein Gott, was machst du denn? Oh, I need those. Give them to me. Fine. But let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. I'll see you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Warum haut der immer ab? Was ist mit dem? Wir haben dem seinen Arsch gerettet und der will uns die Waffen nicht geben, wo eh keine Munition drin ist. Was zur... Ja, toll. Ja, er hat sie also jetzt weggenommen. Eine Hülle mit Pistolenform. Ja, alles klar. Da haben wir das jetzt ja doch noch geblickt. Also auf jeden Fall waren es nur die Handfeuerwaffen. Meine Güte. Steve, was machst du denn für Sachen, Mensch? Gut, aber wir haben jetzt im Prinzip nichts dabei gewonnen. Ne, was er da gemacht hat. Gut. Haben wir jetzt irgendeinen Zielpunkt auf der Karte? Nein. Okay, das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann tatsächlich nochmal rausgehen, nochmal gucken, was wir da draußen nochmal haben. Und, ja, da wird die Folge jetzt schon wieder voll. Meine Güte, das geht echt schnell immer. Oh, noch eine Cutscene. Alles klar. Redfield, how dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Der Typ ist krank.
ganz ehrlich, was ist mit diesem Albert los? Alter Schwede. Vor allem, was ob wir hier angegriffen haben? Zum Teufel. Wir haben nichts angegriffen. Wir sind hier einfach gefangen genommen worden. Was ist mit dem? Ist der ein bisschen bescheuert oder was? Ah, naja, gut. Gehen wir in den Safe-Raum, Freunde. Das würde ich schon gerne abspeichern, dass wir das jetzt hier alles hinter uns gebracht haben. Meine Güte, Albert, Albert. Also, komischer Chaos. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was labert der davon, dass wir angegriffen haben? Naja, gut. Kein Plan. Also, ja, alles ein bisschen merkwürdig, bisschen mysteriös, aber nun gut, Freunde. Da würde ich einfach mal sagen, jetzt aber, tatsächlich, Folgenende ist tatsächlich angekommen. Speichern wir noch kurz. Und ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Vorzimmer. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.